Willkommen hier zurück bei Resident Evil 4. Ja, und ich gucke nicht wirklich auf die Uhr bei dem Spiel. Das ist schlecht. Oh, warte mal. Ich muss mehr auf die Uhr achten. Ich darf die Folgen nicht so lang machen. Ach, die kann ich jetzt nicht killen? Warte mal. Wie viel Schuss habe ich denn gerade? Ich habe keinen Auftrag, hier Ratten zu töten, ne? Deswegen weiß ich nicht, ob ich das jetzt tun soll. Niffler! Ich kann mir nicht helfen, aber die sehen vom Gesicht aus wie Niffler. Ne, das bringt nichts. Ich denke, man kriegt vielleicht ein Gesamtachievement, wenn man alle Ratten tötet. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Dass da vielleicht noch was gibt, aber ich habe hier keinen Auftrag angenommen. Ich habe nur den Auftrag mit dem, ja, mit den Aristokraten, Wackelpuppen, Aufziehpuppen oder was auch immer. Ah, der Brunnen ist das. Okay, bin ich jetzt an irgendeiner besonderen Stelle gelandet? Ne, wir sind einfach nur... Okay, warte mal. T und G kann ich Etage wechseln. Mit G. Da ist... Tür mit Insignie, ja genau. Und das ist das. Ne, da unten ist aber sonst nichts. Okay. Ja, aber nice. I like it. Dann gehe ich doch gerade wieder hier durch und komme wieder auf der anderen Seite hoch. Dann kann ich da schnell in die Kirche. Und dann ist das gut, würde ich sagen. Nice, nice. So. Dann bin ich mal gespannt, was die mich hier so erwarten. Hi. Oh, die Kirche haben sie neu gemacht. Sah das hier schon immer so aus? So, bitte keine Schlange, bitte keine Schlange. Ihr kleinen Penner. Eine Viper. Ich nehme direkt die ganze Schlange mit, natürlich. Warum denn auch nicht? Eine mittelgroße, ungewöhnlich gefleckte Schlange, die nach Entfernung der Giftdrüsen gefahrlos essbar ist. Kann verzehrt werden, um Gesundheit wiederherzustellen. Okay, früher haben die Schlangen immer Eier hinterlassen. Jetzt kann ich einfach die ganze Schlange essen. Natürlich, warum auch nicht? What the fuck? Ich will doch keine Schlange essen. Leute, ich will keine Schlange essen. Warum dampft es hier so? Warum habe ich das Gefühl, dass hier gleich David Hasselhoff auftritt oder Mini-Playback-Show kommt? Oh, mir geht gerade der Punk ab hier mit Hagel. Ich hoffe, man hört das nicht. Es prasselt hier gerade aufs Dachfenster. Das ist eine mega geile Atmosphäre, weil es hier sowieso so gruselig gerade ist. Ich hoffe, dass das Mikro das aber nicht überträgt. Oh. Ja, ich guck mal, ob hinter mir was ist. Ich glaube, es ist aber nichts da. Entschuldigung. So. Er wieder. Er sagt aber auch nichts dazu, ne? Er guckt sich die an, aber... Was ist das denn? Sollen das... Ach, das sind diese Insignien. Ich dachte jetzt gerade, das wären Spritzen, die man auf Holzdinger irgendwie draufgeschraubt hat. Nee, das sind diese Insignien, die überall aufhängen. Das ist das, ja, das Logo oder beziehungsweise das, ja, die Insignie halt. Wow, okay... Ich weiß schon, wem der Schädel gehört. Den ihr Wappen, so. Den Illuminados, genau. Schlaf selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. So werde deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zentnern Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, und deiner Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. Oh Gott. Ja. Die haben hier die El Gigante gezüchtet. Wahrscheinlich ein Hinweis, dass wir die bald treffen werden. Denke ich mal. Und ich vermute mal, die haben hier damit experimentiert, ne? Also... Oh, nice. Silver Spray. Die haben hier Gemeindehaus. Ja, ja, die haben hier mit den... El Gigante irgendwie rumexperimentiert. Warum der so eine Beule da oben noch hat, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Es wird wohl kaum der... Oh, hi! Guten Tag! Händlertipp, die vernünftige Entscheidung. Hast du es satt, dass dir ständig die Munition ausgeht? Dann habe ich da was für dich. Den Bolzenwerfer. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Besser kann man sein Geld gar nicht anlegen.
Und vergiss nicht, dir auch die Rezeptur für Bolzen zuzulegen, damit du deine überzähligen Messer in, du ahnst es, Bolzen verwandeln kannst. Kann ich auch defekte Messer in Bolzen verwandeln? Das wäre. Verschwende nie wieder einen Gedanken an Munition. Und das ist noch nicht alles. An den Bolzen kannst du Näherungsminen als Minenaufsatz anbringen und die Waffe so quasi zum Minenwerfer umfunktionieren. Schieß sie direkt auf einen Gegner und sie explodieren auf der Stelle. Schieß auf eine Oberfläche und sie werden zur Näherungsmine. Du verlierst den Bolzen, aber das ist es doch allemal wert, oder? Geil. Cool. Ja, es ist schon. Ja, ich gucke mir das sofort an. Da vorne gibt es noch einen schönen Auftrag, den gucke ich mir auch noch an. Rotes Kraut. So, was gibt's denn? Was muss ich denn machen? Vipernjagd. Ein guter Freund ist schwer erkrankt und ich würde ihm gerne ein paar leckere Vipern servieren, bevor es mit ihm zu Ende geht. Wäre jemand gewillt, mir zu helfen? Drei Vipern verkaufen. Gebiet nicht spezifiziert. Spinell. Fortschritt 0 von 3. Ja, eine Viper habe ich ja schon. Wow, was? Breaks over, I suppose. Ja, warte mal eben. Ich muss mal eben was. Okay, ich habe mich nur kurz gewundert, weil ich bin hier hin und da war es sofort mega dunkel. Ich habe mich gerade nur ein bisschen gewundert, dass es dann auf einmal so. Hello, stranger. Hallo, Stranger! Ach, schön. So, lass mal gucken. Eine Viper habe ich, wie gesagt. Wir haben die Kanne immer noch. Wir können die Perlenkette schon mal verkaufen und den Kompass. Oh, und wir können hier tatsächlich einen grünen einsetzen. Wunderbar. Dann kostet es schon 24. Die werden wir so teuer verkaufen. Über 50.000 kriegen wir bestimmt dafür, wenn wir da fertig sind. Welcome. Got some rare things on sale, Oh, guck euch Stranger. das mal an hier, wie geil. Die ganzen Sachen. Ich feiere das so. So, Perlenkette. Die kriegst du von mir. Den Kompass kriegst du von mir. I'll buy almost Und hier, das anything. ist Auftrag, ne? Die Viper, die können wir auch schon mal verkaufen. Ansonsten habe ich hier nix. Den Skull Shaker wollte ich vielleicht mal ausprobieren. Den können wir nicht tunen, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. I knew you were a go-getter. Ja. So, hast du irgendwas Neues? Die TMP. Hab ich, glaube ich, im alten Teil nur im Veteranen-Run mal benutzt. Ich würde gern Granaten herstellen. Blendgranaten. Ja, am Ende werde ich mich noch ärgern, dass ich es nicht gemacht habe, ne? Aber. Ja, gut. Bolzenwerfer. Sonderangebot. Nur für kurze Zeit 20% Rabatt. Wird das noch günstiger? Komm, machen Not only will you need cash, but you'll need guts to buy that weapon. Aha. Gut. So, kann ich den Koffer eigentlich mal vergrößern? Nee, ne? Tunen. Das müsste doch hier irgendwo gehen. Früher konnte man den Koffer vergrößern, aber das geht hier irgendwie gar nicht. So, ich habe noch 19.000. If you Was können wir denn want a hier fighting verbessern? chance out there, Angriffskraft und you'd best tune up your Explosionsradius, kit. Magazingröße, Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate. Alles klar. So. Beim Kampfmesser, das könnten wir jetzt schon maximieren. Wie viel Haltbarkeit hat das denn noch? Da steht, ich kann das für 3 gerade reparieren, aber ich sehe nicht, wie viel das noch hat. Schade. Okay. Wir können bei der Schrotflinte die Angriffskraft erhöhen. Das mache ich mal später, würde ich sagen, weil wir kriegen später, das weiß ich noch, wir kriegen noch ein besseres Scharfschützengewehr als das. Bei der Pistole habe ich es letzte Mal schon erhöht. Ich würde jetzt vielleicht mal den Schaden der Schrotflinte erhöhen und danach vielleicht die Magazingröße, aber erstmal die Angriffskraft. Können wir uns noch irgendwas leisten? Die Nachladegeschwindigkeit beim Dings brauche ich nicht. Haltbarkeit. Dann können wir das Messer noch reparieren. Ich weiß leider nicht, wie gut das gerade. Hier, warte mal. Kampfmesser. Ja, doch, ich würde es reparieren. Wir haben zwar noch ein Küchenmesser. Der Typ, ey. Wie geil. Der singt ja sogar. So. Ah, schön. So, können wir noch was tauschen? Lass mal gucken. Fünfmal. Die Punisher. My back is killing me. Years haven't been kind Punisher. to us, I suppose. Ja, da sagst du was, Kollege, da sagst du was. Punisher. Könnte ich mir leisten, ne? Was ist das hier? Ich will wissen, was das hier ist. Ich weiß es leider nicht. Where would it? So, What can okay. I do you for?
Weinkanne habe ich eh noch nicht besetzt. Ich glaube, sonst würde ich dir nichts verkaufen wollen. Gut, gut, gut. Tauschen, tunen, kaufen. Alles klar. Aber sowas von. Das kannst du aber annehmen, dass ich anytime wiederkomme. So, dann lass mal eben speichern. So, und dann will ich nochmal schnell in die Kofferanpassung. Da ist, aber wir können den nicht vergrößern, ne? Kriegen wir nicht einen größeren Koffer irgendwann? So, was habe ich denn? Geld habe ich gerade, ne? Pistolenmunition. Und hier haben wir häufiger Hersteller Bonus auf Pistolenmunition. Und mehr Gesundheit. Okay. Ja, eigentlich finden wir genug Munition. Also noch. Schießpulver. Ich finde Geld finden gerade am besten, weil dann können wir die Sachen tatsächlich am besten. So, die Skull Shaker. So, das ist er. Wir haben nicht mehr so viel Platz im Inventar, ne? Aber, ja gut. Das Scharfschützengewehr, also ich habe es jetzt einmal gebraucht, ne? Muss noch mal gucken. Aber ich glaube, ich stelle erstmal wieder ein bisschen was her. Wir haben ein bisschen was dabei. Warte mal. So, Gewehrmunition können wir auch mal wieder machen. Wir haben nämlich nicht so viel. Das kostet 10, das ist scheiße teuer. Pistolenmunition habe ich gerade 22. Flintenmuni kann ich mir nicht leisten. Wir kriegen eh einen Herstellbonus für Pistolenmuni. Pass auf, dann. Guck mal, ich habe 5 extra bekommen. Das ist sehr, sehr geil. Okay, pass auf, dann machen wir das nochmal. Kann ich nicht. Wir haben nicht mehr genug davon. Ach, guck mal, das sind andere Reste. Hier, also rostige Reste oder irgendwas. Oh, okay, verstanden. Gut, kann ich noch Kräuter mischen? Ja, kann ich. So, das Gelbe habe ich vorhin schon benutzt. Und dann haben wir noch dies, das Ananas. Und hier einmal noch ein bisschen Muni. Und da haben wir noch ein bisschen Herstellungszeug. Und die Granate, die können wir erstmal da. Die Renade, Granate. Warte mal, was war automatisch mit Alt, ne? Jetzt haben wir hier unten noch ein bisschen Platz. Ja, ist jetzt nicht die tollste Ordnung, aber der hat hier oben zumindest so die Heilung. Ich glaube, damit können wir leben. Rohstoffe heißen die Dinger. Okay, alles klar. Gut, dann bin ich erstmal zufrieden. Dann kommt jetzt bestimmt El Gigante, ne? Könnte ich fast drauf wetten, dass das so ist. Nachgeladen ist alles. Ach ja, ich wollte nach den Figuren Ausschau halten, ne? Ich muss echt mehr gucken. Ich werde die Salazar-Figuren bestimmt nicht alle finden. Glaube ich nicht. Zumindest nicht im ersten Run. Das sind wie die Holzziegen oder was auch immer. Da ist die Kirche. Ja, Granaten sind effektiver, ich weiß, aber. A church. I made it. So, kann ich euch irgendwo hier. Ciao. Anything else? Ah. Ach komm! Genau. Ciao. Noch einer? Das war's, ne? Das wurde. Ach guck mal, Dracula war auch hier. Ah, noch ein paar Rohstoffe. Sehr schön. Warum steht hier so ein Sack? Ah, vielleicht ist das der hiesige Bestatter hier. Dass der hier irgendwo. Oh, ich erinnere mich an diesen Friedhof. Entschuldigung. Aber ich erinnere mich an noch was anderes. Es gibt doch hier dieses Zwillingsgrab, ne? Ich weiß aber leider nicht mehr, was es damit auf sich hatte. Ich weiß nur, es gab hier ein Grab, wo Zwillinge begraben waren. Und da wurde. Irgendwas konnte man da finden. War dem nicht so? Ich guck mir die Gräber gerade mal an. Unten waren, also da unten war gerade eins mit zwei. Wenn die das Rätsel überhaupt noch drin gelassen haben. Das einzige Grab, was mir bekannt vorkommt, ist das hier. Aber hier kann ich nichts machen. Es war irgendwas mit Zwillingen. Ich erinnere mich ganz dunkel daran. Ich habe hier noch was übersehen. Hier hängt wieder irgendwas. Ja, da oben. Ein Schmaragd.
Ein Schmaragd. Ja, okay. Ich brauche einen Diamant. Ich brauche einen Diamant. So. Ja. So, irgendwas vergessen. Oh, diese Erinnerungen, es ist so gut, Leute, es ist so gut. Dammit. Condor one to roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor one, out. Okay. So, ich weiß, dass es da einen Weg gab. Hier vorne war aber, glaube ich, auch noch was. Oder auch nicht. Boah, ich weiß noch, dass ich hier auch immer die... Ach, guck mal. Die Medaillen. Ring mit roten Edelstein. Die Medaillen runtergeschossen habe. Ich glaube, da oben hing nämlich auch noch irgendwo eine. Ring mit rotem Edelstein. Alter, ich habe gleich voll. Ich muss mal wieder irgendwas bauen gleich. So, ein Ring, den man seine geschichtsträchtige Vergangenheit förmlich ansieht, lässt sich sicher verkaufen. So, lass mal eben noch schnell MP-Munition, Pistolen-Muni. So, dann ist wieder ein bisschen mehr Platz. Ich habe hiervon zu viel. Ich habe leider... Warte mal, aus was kann ich denn... Gewehrmunition. Da brauche ich aber sehr viel Pulver. Sonst kann ich das leider für nichts verwenden, weil ich habe die MP nicht. Notfall lege ich davon gleich irgendwas ab, weil das nimmt sehr viel Platz weg, leider. Ist jetzt nicht so schlimm, aber ich kann halt irgendwann nichts mehr tragen. Und wenn ich jetzt gleich noch Granaten oder so finde, das wäre schon schade, wenn ich da nichts mehr mitnehmen kann. Ihr versteht mein Dilemma, ja? Cool, oben ist zu, aber hier kann ich rein. Na dann. Hallo. Foto von Ashley. Sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. So, Karte des Seeufers. Ein Störenfried von außerhalb ist nach dem Mädchen gekommen. Schließt in der Kirche und wartet auf unseren ersten Befehl unseres Herrn wahrscheinlich. Verschließt die Kirche und versteckt Schlüssel in der Höhle an der anderen Seite des Sees. Die Kreatur wird sich des törichten Eindringlings annehmen. Alles klar. Lake. Let's hope for no more surprises. Gott, da geht's noch rein. Okay. Und schon wieder was. Na, warte mal, kann ich den... Universalschlüssel, weißt du? Aber ich glaube nicht. So, mir ist schon klar, dass ich da runter muss. Aber hier hinten gab es immer noch eine schöne kleine Rätselei. Ist die denn noch da? Hier war immer so ein komisches... Alles klar, hier ist wieder Auftrag. Grabschänder. Diese verräterischen Zwillinge verdienen es nicht, den Frieden zu ruhen, denn sie haben sich den bösen Kult angeschlossen. Kann nicht jemand, irgendjemand die Wappen auf den Grabsteinen zerstören? Die Wappen der Gräber zerstören? Alles klar, jetzt geht das wahrscheinlich. Nochmal Rohstoffe. Eleganter Haarschmuck. Ich muss gleich nochmal zum Händler, es hilft alles nichts. Hier kann ich auch noch nach oben. Wir kümmern uns gleich um die Gräber, keine Sorge. Hallo, was ist denn hier? Eine Blendgranate, natürlich. Hier liegt einfach eine Blendgranate. So, da wir Leon sind, springen wir natürlich einfach cool vom Dach. So, und jetzt ist wahrscheinlich hier wieder Alarm. Nein? Okay. Ah, hier war das, glaube ich, ne? Aber hier komme ich noch nicht durch. Dahinter müsste irgendwo dieses eine Rätsel gewesen sein. So. Ich weiß noch, dass beim Friedhof Hunde kamen. Und gegebenenfalls sind die jetzt am Start. Ich weiß, dass man später hier mit Hunden zu tun bekam. So, das Zwillingsgrab ist hier vorne. Alles klar, man kann es zum Glück mit dem Messer zerstören. Und das nimmt auch keine Haltbarkeit weg. Okay. Okay. So, dann haben wir das. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Komm. Machen wir. Wir geben die Quest ab und speichern dann nochmal. Und dann gehe ich
dann gehe ich weiter. Weil ich weiß nicht, wann der Händler das nächste Mal kommt. Er ist sehr gut positioniert bis jetzt. Also ich finde, die Abstände gehen, aber ich wette, dass wir vorher noch irgendwas anderes machen müssen, bevor wir ihn das nächste Mal sehen. Deswegen gehe ich schnell hier hin, das ist ja nicht so weit. Hi. So, that's a request done and dusted, eh? A job well done deserves payment in kind. Ooh, what are you buying? So, den Haarschmuck und den Ring. Ruby's all rubbish, it makes no difference. Thank you. Gut, so, Kampfmesser könnte ich jetzt schon auf Maximum bringen. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Ja, ja, ja. Den will ich gleich mal ausprobieren. Ja, komm. See how that feels, mate. Fella like yourself should notice the difference right away. Ja, dann nichts Neues, ne? Got a selection of good things. Don't get yourself killed now. Nein, nein. Keine Sorge, ich passe schon auf mich auf. Alles gut. So, warte mal. Ich muss mal... Alter. Ich habe zu viel von diesem Scheiß. Schnellzugriff. Ich leg das mal auf die... Wo komme ich denn schnell hin? Auf die 5? Ja, da komme ich mit dem Zeigefinger ganz gut hin. Alles klar. Ach, das ist wie eine Armbrust. Guck mal. So, Minenaufsatz anbringen. Ich habe den noch nicht, ne? Ich habe 3 Bolzen. Wo sind denn die hier im Inventar? Hm. Ich glaube, ich muss mir das Rezept noch kaufen, ne? Dafür, dass ich die herstellen kann. Naja, gut, ich probiere die mal aus. Ich lasse den mal im Anschlag. Wir gucken mal, was das so kann. Geil wäre natürlich sowas wie bei Dead Space mit den Klingen, dass man die aufspießen und an die Wand schießen kann. Oder diese Stäbe, die es da gab, ne? Diese Teile. Das fand ich halt geil. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier war sonst nichts, ne? Außer natürlich... Da ist noch eine verschlossene Schublade und hier ist die Kirchentür, da komme ich noch nicht rein. Wie komme ich denn da hin? Da muss ich... Ah, da kommen wir später hin mit der Leiter dann, ne? Wahrscheinlich. Ich will halt nichts übersehen. Das ist immer mein Problem. Ich möchte nichts übersehen. Ach ja, da ist die Schublade, ne? Hier mit dem Universalschlüssel. Okay. So, ein letztes Mal speichern und dann geht's runter. Gut. Let's get inside. Hallo? Ja, das ist jetzt die Antikirche hier unten, wa? Oben wird Gott verehrt und hier unten die Dämonen. Ah, können wir uns den Weg hier aufmachen jetzt? Warte mal. Ja, sehr schön. Rückweg gesichert. Ah, okay, dann kommt das Rätsel wahrscheinlich doch nicht mehr, welches ich meine. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wen wir gleich zu Gesicht bekommen. So, irgendwelche aristokratischen Wackelköpfe, Figuren, wie auch immer. Ich sehe keine. Gut, dann ab zum See. Ah. Ja, ja. Wow! Jetzt kommen die auch noch mit sowas. Ihr seid ja ganz reizend. Ich glaube, es war Verschwendung, weil da kommen bestimmt noch mehr. Aber egal. Oh, falsche Waffe. Ich wollte hier hin. Und ich wollte den Bolzenwerfer doch ausprobieren. Warte. Oh, verdammt. Alter, braucht der lange. Habe ich jetzt geschossen? Ich glaube, ich habe geschossen. Ja, okay. Ich glaube, ich muss den noch ein bisschen tunen. Ich glaube, noch ist der ziemlich schwach auf der Brust. Oh, fuck. Hm.
Genau. So, Bolzen habe ich wieder eingesammelt. Ja, also, ich komme nicht so gut klar mit dem, also noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich den dauerhaft einsetzen will. Bin ich mir noch sehr unsicher. Oh, hier ist noch irgendwo einer. Ah, hi. Hallo, wer? Ah, die Schlange. Alter, ich brauche die Schlange. Ich muss weg. Entschuldigung, bevor die abhaut. Ich muss die Schlange killen. Das ist wichtig. So. Entschuldigung, die Schlange war gerade wichtig. Weil nicht, dass die dann einfach abhaut und dann kann ich das nicht mehr machen. Das wäre sehr schlecht. So, die werde ich jetzt natürlich nicht essen, ne? Ich nehme mal... wir haben eh nichts zum Kombinieren. Ich nehme mal hier das hier gerade. So. Ja, also der Bolzenschießer, ich weiß nicht. Es ist zwar ganz nett, dass man die Bolzen dann zurückbekommt, aber... Muss ich vielleicht in den Kopf schießen oder so? Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob ich die Waffe so gut finde. Und kann man damit auch Fässer in die Luft jagen? Das wäre vor allem viel wichtiger zu wissen. Das ist halt die Armbrust, ne? Weg, weg, weg. Weg, Leon. Weg, weg, weg. Ach komm. Hört doch mal auf jetzt. Runter. Ja, okay. Alter! Die sind ja übel. Hab ich noch? Na, warte. Halt! Komm schon ein bisschen besser klar. Noch nicht hundertprozentig, aber es geht. Stirb doch mal. Also der Bolzenschießer, ich bin noch überhaupt nicht überzeugt, leider. Überhaupt nicht. Also der ist... Boah, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also... Bin damit noch nicht so zufrieden. Ach ja. Okay, der hat anscheinend was gegen die hiesige... Fahnendekoration hier. Der brennt einfach alles ab. Wo bist denn du? Okay, der schmeißt auf jeden Fall ziemlich schlecht. Der steht da oben, ne? Ach, da muss ich auch hin, sehe ich gerade. Ich muss die Leiter nach oben. Ja, ja. Kann er sich auch selber anzünden? Kann das mal fallen lassen? Ja, man kann ihm das aus der Hand schießen. Geil. Okay, er brennt aber leider nicht weg. Schade. Er brennt leider nicht weg. Schade, schade. Das hätte ich halt geil gefunden. Oh, was haben wir denn da? Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie in dreckige Brühe gefallen. Das wäre sehr schlecht. Ich kann hier runter. Okay. Habe ich hier noch was? Nö. Na gut. Ach so. Entschuldigung. Ich kann ja hier gar nicht lang. Also es geht schon ein bisschen besser mit dem Kämpfen, muss ich sagen. Mir kommt das gerade sehr zugute mit dem... dass es ein bisschen flüssiger läuft. Ich bin froh, dass ich das umgestellt habe. Das war wirklich ganz, ganz bescheiden, leider. Mist, ich muss weg. Entschuldigung, ihr seid mir noch ein bisschen zu stark. Sehr gut. Wo kam der denn jetzt noch her? Ich frage mich manchmal, ob die einfach irgendwo spawnen. Kann ja nur so sein. So, ich muss ganz nach unten, um das Ding einzusammeln. Wie komme ich da hin? Warte mal. Weil da geht es ja schon wieder weiter. Ne, ich muss erst nach unten. Ich muss die Laterne einsammeln, die ich runtergeschossen habe. Wie komme ich denn ganz nach unten? Wie geht das? Sag doch mal. Kommt man überhaupt ganz nach unten? Es sieht jetzt nicht so... Warte mal, hier vielleicht? Nee.
Weil guck mal, da habe ich es runtergeschossen. Aber da ist auch noch ein... Ja, da komme ich aber nicht rüber. Wie soll ich denn da hinkommen? Hier wäre noch ein Weg. Aber ich weiß nicht, ob man da lang kann. Das sieht nicht so aus. Warte mal. Da unten, diese Schlucht hier. Vielleicht kommt man da später noch lang. Es muss ja so sein. Also ich sehe ja nicht, was da ist. Vielleicht ist da noch ein Höhlenausgang. Einen anderen Weg sehe ich gerade nicht. Man kommt nicht nach unten. Na gut, na gut. Ich gehe nochmal hier runter. Aber hier konnte ich nicht runterspringen, leider. Hier auch nicht. Okay, nee, dann müssen wir da wann anders lang. Okay. Die konnte man früher auch abschießen. Ja, nee. Aber ich glaube, nur die Öllaternen konnte man abschießen. Boah, guck mal, wie schlecht man das überhaupt sieht, ne? Das sieht man erst im letzten Moment. Kann ich mich da drunter wegducken oder muss ich es... Nee, es ist zu hoch. Aber ich will gleich mal versuchen, ob ich das zu meinem Vorteil nutzen kann. Da komme ich nicht durch, ne? Oh nein, ich weiß, wo wir sind. Und ich weiß auch, was hier gleich passieren wird. Okay, wir haben zwei Granaten dabei. Ganz so schlimm ist es nicht. Ja, nun, ich weiß genau, was jetzt passiert. Und da ist ein neuer Auftrag. Oh. Not bad. Good luck finding someone big enough to use this thing. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich weiß schon genau, wer das Ding benutzt. Kampf den Medaillons. Gibt es irgendjemanden, der diese blauen Medaillons beseitigen kann? Das Gebiet ist nur mit ihnen verseucht. Und ich bin ihre Gegenwart leid. So, wir brauchen 5. Aha. Hab ich die wieder auf der Karte? Natürlich habe ich die auf der Karte. Ich lasse die mal, ne? Weil das ist, glaube ich, ein bisschen... Ich müsste vielleicht... Warte mal. Ich habe eine Idee. So vielleicht. Shit! Wollte gerade hinrennen. Waren das alle Hunde? Okay, das war schlau, obwohl es eigentlich nicht geplant war, weil die Hunde hier waren. Und wir kriegen ein bisschen Kohle. Wie viel lassen die denn fallen? 50, 200, ein Saphir. Okay, das hat sich sehr gelohnt. Peseten. Pistolenmuni. Okay, das war gut, dass wir das gemacht haben. Es gab im alten Teil auch so Stellen, wo so mehrere Krähen auf einmal waren. Und eine Handgranate. Wow. Okay, da wir ja den Geldperk haben, ist das vielleicht gar nicht so dumm, das zu machen ab und zu. I like it. I like it very much. So. Da ist noch El Hütto. Aber El Hütto können wir nicht mit Redo. Also das war's. Okay. Da vorne kommt gleich irgendwo was zum Runterschießen. Ja, ich... Leider weiß ich auch aufgrund der Größe des Tors, was mich hier vielleicht noch erwarten wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die El Gigantes zum Bergbau missbraucht haben. Also, dass die hier, ne? Hört ihr das Atmen? Boah, ist das gut versteckt. Leckt mich am Arsch. Leon, könntest du bitte weniger rumwackeln und mehr schießen? Danke. So. Haben wir noch einen kleinen Schlüssel? Ich glaube nicht, ne? Nö. Oh, warte mal, das ist aber so eins. Ach nee, das ist ja kein... Hier brauchen wir noch einen besonderen Schlüssel. Ich vermute auch, dass der vielleicht dann für alles passt. Hier ist schon wieder der Händler. Okay, ich hätte vorhin gar nicht zurückrennen müssen. Alles klar. Das heißt, wir sind aber hier erstmal safe. Wenn der Händler ist, dann sind wir hier safe. Wir haben schon wieder 9000 Geld zusammen. Cool. Ja, okay.
Gut. Oh, da habe ich noch was übersehen. Hä? Oh, ist da ein Schießstand? Ich glaube, da ist ein Schießstand, ne? So, und ich habe hier vorne noch, da. Ich glaube, wir kommen an einen Schießstand. Das würde mir sehr gut gefallen. Schauen wir doch mal, was es hier gibt. Ach nee, das ist das vor dem... Das Lager vor dem Fluss... vor dem See, Entschuldigung. Das Lager für sechseckiges Teilstück. Was ist denn das schon wieder? Boah, es gibt so viele neue Objekte, ne? Ein sechseckiges Steinfliese mit einem ungewöhnlichen Muster. Aha. Gut. Müssen wir wahrscheinlich mehrere finden. So, da geht's irgendwo hin. So, mal gucken, ob das hier auch geht. Man konnte im alten Teil hinter den Händler, also da hinten so runterklettern. Und da gab es so ein paar Sachen auf dem Dach, glaube ich. Geht das hier auch wieder? Ich meine, ich kann die Schlange jetzt gleich auf jeden Fall noch abgeben. Und hier ist ein Aufzug. Warum ist denn hier ein Aufzug? So, lass mal gucken. Er hat, glaube ich, keine Möglichkeit, das zu betreten, ne? Nee, das sieht nicht so aus. Ich glaube, das geht auch nicht mehr. So, hol dir dein Geld zurück. So schön sich deine unbenutzten Waffen auch als Staubfänger eignen. Wie wär's, wenn du sie verkaufst und mit der Extrakohle eine Waffe aufpolierst, die du tatsächlich benutzt? Wenn du eine getunte Waffe verkaufst, bekommst du nahezu alle Ausgaben, die du in die Verbesserungen gesteckt hast, zurück. Nahezu. Also wahrscheinlich nicht komplett alles. Es gibt keinen Haken, Partner. Wir wollen nur dein Bestes. Natürlich. Ich will immer noch wissen, wer... Ja. Das ist wohl richtig. So. Ich sammle erstmal alles ein, was hier so ist. Gut, gut, gut. Ach, shit. Kleiner Schlüssel. Ich fände es cool, wenn man die kleinen Schlüssel beim Händler kaufen könnte. Das wäre irgendwie geil. Aber ich befürchte, dass das nicht geht. So, da ist noch ein bisschen was. Aber keine... Keine Medaillen bis jetzt. Warte mal, hier vielleicht. Wie kann ich mir das denn einsammeln? Da muss ich wahrscheinlich mit dem Boot fahren, ne? Hier ist aber kein Boot. Oder kann ich hier einfach rein? Nee. Das Wasser sieht nicht sehr tief aus. Zumindest nicht hier vorne. Aber ich komme hier nicht raus. Wahrscheinlich muss ich doch mit dem Aufzug fahren oder oben lang gehen. Könnte ich mir vorstellen. Na gut, na gut. Okay. Wegschreien, das war der. Wo geht's hier oben noch lang? Ich guck mal gerade hier noch bei der Tür. Where am I? Oh, das Schloss. Und der See. Oh, der andere Polizist. Fuck. Wo ist denn der Kopf? Hallo, Del Lago. Fishy Fishman ist unterwegs. Ja, ich freue mich schon riesig auf den Kampf. Es wird bestimmt gut. Oh, warte mal, da können wir noch was untersuchen. Damn, look at the size of that. Mhm. Da kommen wir auch noch hin. Better late than ever. Okay, da geht's zum Boot. Alles klar, verstanden. Dann gucke ich jetzt nochmal nach dem Aufzug. Was es damit auf sich hat. Weil der muss ja auch irgendwo hinführen. Der sieht viel zu modern aus hier für die Ecke. Ah!
targets as they pop up. Simple enough, am I right? If you do well, I'll make it worth your while. Knickknacks and whatnot. Anyway, how Kinkerlitz hier. Die Musik ist ja geil. Wladimir, bring noch etwas Wodka. So klingt das. So, was gibt's hier? Jeton-Automat. Mit drei silbernen oder goldenen Jetons. Oh Gott. Können Sie am Jeton-Automaten einen zufälligen Talisman ziehen? Je mehr goldene Jetons Sie einsetzen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, einen seltenen Talisman zu ergattern. Geil. Schießstandregeln. Zerstöre die Piraten und erreiche den Highscore. Waffen und Munition sind unbegrenzt verfügbar, noch dazu kostenlos. Basierend auf deinem Ergebnis verdienst du Jetons, mit denen du Spitzenpreise gewinnen kannst. Preise. Tauschen jedes Jeton mit einem Jetonautomaten gegen Talismane. Die kleinen Kostbarkeiten bekommst du sonst nirgends. Also keine falschen Bescheidenheiten. Tipps und Tricks. Du kannst mehrere Ziele auf einmal zerstören, indem du auf eine Stange Dynamit in der Nähe schießt. Sei vorsichtig, wenn du eine Matrosen erwischst, werden dir Punkte abgezogen. Für manche Ziele braucht es mehr als nur einen Schuss. Baller auf sie ein, bis sie zerbersten. Wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, tauchen Bonusziele auf. Die Bedingungen sind von Schießübung zu Schießübung verschieden. Okay, Leute, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich habe schon wieder viel zu lange aufgenommen. Bis dann.